Hi liebe Leute, ich bin's wieder in der zweiten Lektion und dabei geht es darum, das Vorderrad anzulupfen. Das ist natürlich der erste Schritt, wenn ihr einen Bunnyhop habt, weil das Hinterrad dem Vorderrad folgt und ihr wollt diese Rodeo-Bewegung durchziehen, die sich unterscheidet zum Standardhop, wo ihr beide Räder gleichzeitig hochzieht. Denn der Bunnyhop besteht aus mehreren Bewegungsabläufen aneinandergereiht und als erstes kommt das Vorderrad anlupfen. Ich möchte euch eine Technik beibringen, die ihr erstmal übt, um darauf geprägt zu sein, mit der ihr dann auf jeden Fall weiterkommt im Bunnyhop. Ähnlich wie beim Manual Impulse geht es darum, dass wir mit Dynamik und Gewichtsverlagerung arbeiten und nicht mit Kraft und Reißen. Ganz wichtig, beginnt erstmal in der Ebene zu üben. Die Bewegung sieht folgendermaßen aus. Erst macht ihr euch klein, zentral, Arme und Beine beugen sich, dann schiebt ihr den Lenker nach vorne. Dabei habt ihr natürlich die Fersen hängen und spürt, wie das Ganze sich anfühlt. Als nächstes kommt die Dynamik mit hinzu. Aus der entspannten Grundposition bewegt ihr euch ganz schnell nach unten und schiebt dann sofort auch mit viel Punch den Lenker nach vorne, die Arme strecken sich. Euer Körperschwerpunkt kommt dadurch nach hinten. Die leichte Masse des Fahrrads folgt der schweren Masse, eure Arme sind dann wie Drahtseile. Das ist wie gesagt parallel zum Manual Impulse und so fangt ihr an, das Vorderrad anzulupfen. Das Vorderrad ist kurz in der Luft, eure Arme sind gestreckt und die Beine leicht gebeugt. Wenn ihr es erst in Zeitlupe geübt habt, dann mit Dynamik, könnt ihr jetzt auch nochmal einzelne Teile davon bewusst optimieren. Zum Beispiel den Rebound nutzen, sprich die Bewegung von der Grundposition, der aufrechten großen Haltung in die tiefe kleine Haltung, macht ihr sehr explosiv, sprich ihr schellt nach unten mit dem Körperschwerpunkt und ihr habt das Gefühl, als wenn ihr euer Tretlager in den Boden rammen wollt, dann merkt ihr, die Federung wird komprimiert und das Ausfedern kann euch helfen. Wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, fangt ihr an, diese Bewegung auch zu verbinden. Erst sich klein machen, die Federung komprimieren und sofort in einer blitzartigen Bewegung den Lenker nach vorne schieben. Kleiner Sicherheitshinweis. Natürlich wollt ihr jetzt nicht lange auf dem Hinterrad rollen, aber falls es euch passiert, dass das Vorderrad überraschend stark hochschellt, könnt ihr mit dem Bremsfinger die hintere Bremse nutzen und ziehen, dann fällt das Vorderrad sofort auf den Boden und ihr seid sicher, dass ihr nicht nach hinten fallt. Übt das Vorderrad anlupfen mit dieser Technik isoliert immer wieder. Eure Hüfte macht dabei quasi die gleiche Bewegung wie der Buchstabe L. Ihr geht erst nach unten und wenn ihr den Lenker nach vorne schiebt, kommt ihr nach hinten. Das ist wichtig, dass eure Beine dann noch etwas gebeugt sind. Überprüft das ruhig mit dem Handy, mit der Kamera und dann könnt ihr weitergehen in die nächste Lektion. Hi liebe Leute, ich bin's wieder in der nächsten Lektion beim Bunnyhop. Natürlich geht es jetzt darum, wenn das Anlupfen des Vorderrads isoliert geübt wurde, könnt ihr auch schon anfangen, das Hinterrad anlupfen zu üben. Ganz wichtig natürlich, wie ihr in der einen Lektion zum Thema Methoden und Umlernen gehört habt, hat das ganz viel damit zu tun, welche Gewohnheit hattet ihr bisher? Weil viele von euch werden natürlich auch bisher schon das Hinterrad irgendwie angelupft haben. Dann müsst ihr nun prüfen, ob das sich mit der Technik, die ich euch jetzt zeige, auch deckt. Gehen wir also die Bewegung der ersten Übung langsam durch. Sprich, ihr startet in einer leicht nach hinten gelehnten Hocke, die Beine leicht gebeugt, Ferse hängen, die Arme sind gerade. Das simuliert quasi die Situation, wo euren Lenker nach vorne geschubst hat, euer Vorderrad dann schon in der Luft ist. Von dieser Haltung spannt ihr dann eure Füße ein, die Fersen gehen hoch, die Fußsohlen drücken gegen die Pedale und dann bewegt ihr euch nach oben, bis die Beine sich ganz strecken. Rollt in der Ebene und wiederholt diese Übung mehrfach. Ganz wichtig, dass ihr die Streckung der Beine spürt und die Spannung der Fußsohle gegen die Pedale. Ihr werdet merken, natürlich ist es ganz existenziell, dass ihr die Spannung auf die Pedale übertragen könnt, wenn ihr mit Flat Pedals fahrt. Das könnt ihr auch noch mal einzeln üben. Und zwar, ihr fahrt mit hängender Ferse, ganz entspannt in der Grundposition. Und dann werdet ihr immer wieder die Ferse hochholen und mit der Fußsohle gegen die Pedale drücken. Da habt ihr eine Bewegung im Sprunggelenk und ihr spürt, ihr habt richtig Druck zwischen Sohle und Pedal. Das soll sich richtig übertrieben anfühlen. Wenn ihr nun aus dieser Bewegung von der Hocke in die Streckung einen Sprung machen wollt, dann könnt ihr es erstmal neben dem Fahrrad machen. Sprich, ihr stellt euch neben das Fahrrad, die Füße leicht versetzt und dann springt ihr mal aus der Hocke nach oben, guckt, wie sich das anfühlt. Dann müsst ihr das natürlich aufs Fahrrad übertragen. Sprich, ihr rollt wieder,
erstmal ganz bewusst in der Hocke erst die Fußspannung dazu nehmen und dann nach oben springen. Gerade am vorderen Fuß entscheidet sich, habt ihr genug Spannung, damit das Fahrrad mitkommen kann, oder verliert ihr vorne den Pedalkontakt. Macht bei dieser Übung, dem Übergang von einer leichten Bewegung von der Hocke in die Streckung zum Springen, auf jeden Fall wenige Versuche, seid sehr konzentriert, Schiemannschoner habt ihr an und dann werdet ihr merken, das Fahrrad folgt eurer Sprungbewegung, die leichte Masse folgt der schweren Masse und ihr spürt, wie sich das Ganze entwickelt und den Aufprall könnt ihr sauber aus den Armen und Beinen abfedern. Wir sehen uns in der nächsten Lektion. Viel Spaß beim Üben. Hi liebe Leute, ich bin's wieder. Wir sind beim Bunnyhop-Training und natürlich geht es jetzt darum, dass ihr die einzelnen geübten Bewegungen zusammensetzt. Das setzt natürlich voraus, dass sie einzeln auch schon konstant abrufbar sind und sauber von der Bewegung. Es sollten sich natürlich keine Bewegungselemente eingeschlichen haben, die euch das Erlernen des Bunnyhops erschweren. Das könnt ihr natürlich mit dem Handy nochmal abfilmen und überprüfen. Jetzt habt ihr die Wahl. Entweder legt ihr euch ein kleines dünnes Stöckchen auf den Parkplatz, wo ihr übt. Und dann könnt ihr langsam auf das Stöckchen zufahren. Ihr startet die erste Bewegung, macht euch klein, schubst den Lenker nach vorne, das Vorderrad, werdet ihr über das Stöckchen lupfen, es landet wieder und direkt danach aus der Haltung, wo ihr leicht hinten seid, bringt ihr dann nach oben, nimmt das Hinterrad mit. Das ist die sogenannte Wippe. Manchen hilft dieses Stöckchen sehr, um das Timing zu erzwingen. Das ist dann sehr gut. Bei anderen merkt man, dass das Stöckchen ablenkend ist. Sprich, anstatt jetzt die Bewegung durchzuziehen, sorgt das Stöckchen dafür, dass eine alte Bewegung von früher, zum Beispiel das Vorderrad hochreißen, abgerufen wird. Guckt mal, welcher Typ ihr seid, dann werdet ihr merken, ob es euch hilft. Ihr könnt auch ein Springseil nehmen oder mit Kreide euch eine Linie machen. Hauptsache, ihr habt dann Step by Step auch nicht nur die Technik, sondern auch das Timing mit beim Üben drin. Was ich als Fahrtechniktrainer ganz häufig bei Leuten beobachten kann, die die Wippe üben, als Fahrtechniktrainer sehe ich häufig ein Bewegungselement, was sehr ungünstig ist beim Bunnyhop-Lernen während der Wippe. Und zwar schubsen die Leute den Lenker nach vorne und machen sich auch dann direkt groß, die Beine werden gerade. Aus dieser Haltung kann man nicht mehr gut aus den Beinen abspringen, sondern es funktioniert natürlich besser, wenn man erst klein bleibt, die Beine sind gebeugt und dann nach oben abspringt. Ganz, ganz wichtig, dass ihr das auch beachtet beim Üben. Wiederholt die Wippe immer wieder. Ihr habt dabei ein langsames Tempo. Könnt ihr machen bis zu mittlerem Tempo. Wenn das gut abrufbar ist, konstant, könnt ihr zum nächsten Schritt hinübergehen. Das Ganze nennt sich der Mini-Hop. Und zwar macht ihr folgende Methode. Ihr macht nun die Wippe nochmal mit ganz kleinem Bewegungsspielraum. Also quasi eine Mini-Wippe. Ihr schiebt den Lenker nach vorne und springt dann nach oben. Das Ganze könnt ihr dann steigern, dass ihr die Dynamik so optimiert, den Lenker nach vorne schubsen und während das Vorderrad auf dem Weg nach oben ist, springt ihr auch dann sofort aus den Beinen ab. Daraus resultiert die Rodeo-Bewegung, euer Vorderrad landet dann vor dem Hinterrad und ihr merkt, das ist ein kleiner Mini-Bunnyhop. Ganz, ganz wichtig, dass ihr diese Bewegung und dieses Timing übt, um nachher auch zum Bunnyhop zu kommen. Diesen Mini-Hop könnt ihr dann weiter üben. Bitte nutzt dann dazu auch wieder den Rebound, also wenn ihr, bevor ihr den Mini-Hop startet, ganz groß in der Grundposition steht, nutzt ihr die Federung, die ihr einfedert und startet dann einfach nochmal die gleiche Bewegung. Ihr werdet merken, dieser Mini-Hop wird nachher auch im Trail relevant werden. Schritt für Schritt könnt ihr euch dies einprogrammieren. Bitte macht einzelne Versuche, keine Serien. Wir sehen uns in der nächsten Lektion. Hi liebe Leute! Ja, ihr habt nun fleißig den Mini-Hop geübt, davor die Wippe und ihr merkt, das läuft schon gut. Die Erfolgsquote ist sehr ansprechend und ihr könnt natürlich jetzt weitergehen. Um aus dem Mini-Hop nun einen höheren Bunny-Hop zu machen, wo ihr zum Beispiel auch schon über einen Baumstumpf oder so drüber kommen könnt, müsst ihr natürlich jetzt sowohl die Dynamik als auch den Bewegungsspielraum steigern. Auch das Nutzen des Rebounds ist existenziell, damit ihr genug Höhe und genug Pop beim Absprung bekommt. Generell kann man jetzt unterscheiden zwischen einem Zweck-Bunnyhop. Da werdet ihr merken, auch damit bekommt ihr eine gute Höhe und auch weiterhin, wenn ihr über Hindernisse springt. Das ist im Grunde wie der kleine Bunnyhop, nur mehr Bewegungsspielraum, mehr Dynamik drin und da werdet ihr merken, kommt ihr gut auf eine Höhe. Aber wenn ihr einen Baumstamm überwinden wollt oder einfach noch mehr Höhe habt, fehlt im letzten Teil eine Bewegung, die wir jetzt ergänzen müssen. Sprich, ihr seid abgesprungen, nachdem das Vorderrad oben war, aus den Beinen. Dann müsst ihr den Lenker weiter nach vorne schieben,
Dabei werden sich dann die Beine beugen. Es fühlt sich so ein bisschen an, als wenn ihr dann das Rad nach vorne oben zieht. Ja, und diese Bewegung könnt ihr auch einzeln üben. Mein Tipp dafür, sucht euch ein kleines Plateau, das kann an einer Bushaltestelle sein oder einfach irgendeine kleine Mauer oder auch ein Baumstamm. Dann fahrt ihr in langsamem Tempo darauf zu, legt mit dem Manual Impuls das Vorderrad darauf ab und dann schiebt ihr den Lenker weiter nach vorne und zieht euer Heck mit. Ihr werdet merken, diese Bewegung ist sehr ähnlich wie das, was ihr nachher im letzten Teil vom Bunny Hop macht, um noch mehr Höhe zu generieren. Ganz wichtig für eure Sicherheit, ihr müsst natürlich jetzt beim Steigern des Bunny Hops lose Hindernisse nehmen. Ruhig einen Schuhkarton oder irgendetwas, was nachgibt. Ihr werdet merken, je höher ihr das Hindernis macht, desto mehr seid ihr auch unbewusst gezwungen, die Höhe zu steigern. Das funktioniert sehr gut. Wenn ihr den Bunny Hop übt, bitte sofort auch mit dem Handy mal abfilmen, ob die Bewegung so stimmt, weil viele eine saubere Wippe machen, aber beim Bunny Hop doch wieder alte Gewohnheiten reinbekommen. Zum Beispiel anstatt richtig abzuspringen, nur das Hinterrad aus der Ferse versuchen hochzuziehen. Übt fleißig, macht einzelne Versuche, schaut, dass ihr es Schritt für Schritt macht und dann werdet ihr merken, die Höhe, das Timing, alles wird besser und der Bunny Hop wird dann auch im Trail einsetzbar. Wir sehen uns in der nächsten Lektion. Viel Spaß beim Üben. Hi liebe Leute, ich bin's wieder und natürlich wisst ihr, beim Bunny Hop geht es auch ganz viel um den Kopf. Nicht, weil man Angst hat, wie bei einem hohen Drop, sondern es geht eher darum, dass man schon gewisse Dinge sich angewöhnt hat, gewisse Bewegungsabläufe schon automatisiert hat, die jetzt anders sind als der Bunny Hop mit Vorderrad und Hinterrad. Deswegen muss man umlernen und das kostet auf jeden Fall Übung und auch Geduld und natürlich den Ehrgeiz, dass ihr trotzdem erstmal auf Reset drückt und sagt, ich starte jetzt mit der neuen Bewegung und das alte Programm muss ich überschreiben. Ich werde in den anderen Lektionen immer mal wieder darauf zurückkommen, aber jetzt kommen von mir mehrere Tipps, mit welchen Methoden ihr diese Umlernprozesse oder dieses sich Neues angewöhnen verbessern könnt. Meistens ist es ideal, wenn ihr zum Beispiel eine Gewohnheit habt, ihr wollt das Vorderrad anlupfen und von früher kommt dieser Reißer, also ihr reißt den Lenker zu eurem Körper und da geht das Vorderrad hoch. Dann ist es natürlich gut, wenn ihr das spürt und seht, okay, das ist meine Gewohnheit und jetzt will ich aber die andere Bewegung machen, den Lenker nach vorne schubsen, dann könnt ihr diese neue Bewegung in Zeitlupe machen, also ganz langsam durchführen, damit ihr genau spürt, das ist das, was ich jetzt machen will und dann die Dynamik und die Geschwindigkeit der Bewegung steigern, dann werdet ihr merken, die Bewegung funktioniert, aber eure alte Gewohnheit könnt ihr außen vor lassen und fangt nicht wieder an zu reißen. Eine weitere gute Methode ist, dass ihr euch selber das sagt, was ihr jetzt genau als Fokus beachten wollt. Zum Beispiel, wenn ihr sagt, ich möchte die Arme mehr strecken, wenn ich den Lenker wegschubse, damit ich nicht in so ein Nachreißen komme, dann sagt ihr euch das so leise vor euch hin. So. Und die Arme strecken, strecken, strecken. Das hilft, dann atmet ihr besser und ihr könnt euch auf diese Bewegung konzentrieren und es funktioniert direkt besser. Natürlich, wir leben im digitalen Zeitalter, also habt ihr ein Handy mit Kamera oder vielleicht auch eine gute Kamera, dann könnt ihr das nutzen, um euch dabei zu filmen und zu überprüfen, das, was ich jetzt gerade mache, zum Beispiel das Vorderrad anlupfen mit der richtigen Bewegung für den Bunny Hop, stimmt das damit überhaupt hinein, was ich in den Anleitungen sehe oder wie ich das bei meinen Kumpels, die schon den Bunny Hop gut können, beobachte? Also nutzt die Zeitlupenfunktion im Handy und filmt euch, überprüft das, das hilft sehr. Zwei ganz wichtige Tipps für euch im Alltag. Ihr müsst natürlich jetzt bei so einer komplexen Bewegung und für viele auch bei einer neuen Bewegung, weil ihr einen Umlernprozess habt, viele Wiederholungen haben. Sprich, es reicht nicht, am Wochenende mal 2 Stunden zu üben. Am besten jeden Tag oder jeden zweiten Tag mal 10 Minuten. Helm auf, Schienbeinschoner an, je nachdem, wo ihr gerade seid beim Üben und dann vor der Haustür schön die Wiederholung machen. Dann könnt ihr diese neue Bewegung einprogrammieren. Das ist auf jeden Fall extrem wichtig, damit ihr zum Erfolg kommt. Wenn ihr dann übt, ist es wichtig, dass ihr euch kleine Ziele setzt. Es muss euch auch gelingen können. Wenn ihr euch direkt den Bunny Hop in kompletten Bewegungen mal eben so probiert und ihr merkt, irgendwo hinter hakt, dann werdet ihr auch schnell frustriert werden. Deswegen einzelne Schritte und dann werdet ihr auch den Erfolg haben. Ganz wichtig, Step by Step. Auch wenn ihr sehr ehrgeizig seid, habt Geduld und wechselt auch mal das Thema. Ihr könnt nicht stundenlang eine Sache beim Bunny Hop üben oder den Bunny Hop, geht dann auf den Trail, macht was ganz anderes. 20 Minuten reichen eigentlich, um das zu üben. Macht es, tut es,
Wir sehen uns in der nächsten Lektion.